Willkommen zurück zu einer neuen Folge Formel 1 2020. Mit dabei ist wie immer Benny. Hallo. Und wir fahren heute Japan. Ja, das Qualifying, morgen das Rennen, wie immer. Gerade mal kurz gucken. Es ist kein Ich glaube, mehr Regenweg. muss ich gar nicht einstellen. Und Ja, Jeff, ich bin auch bereit. hat er die Einstellung übernommen? Muss ich jetzt gleich gucken. Wobei hätte ich jetzt theoretisch auch schon machen können. Aber egal. Alter, ist das Ich mach's, während der aus der Box rausfährt. Finster hier. So, ich muss nämlich gerade mal schauen. Ob der das. Ja, sieht gut aus. Hoppala. Ich habe nämlich rausgefunden, warum ich. Hopp. Oh, ich muss das Pedal einmal durchtreten. Rausgefunden, warum ich teilweise solche Traktionsprobleme habe. Wobei es sich in der Aufnahme noch in Grenzen gehalten hat, aber als wir privat gezockt haben, ging es überhaupt nicht klar. Der hat nämlich eine Voreinstellung von mir, die ich angepasst habe, einfach quasi nicht mehr genommen. Sondern die Einstellung, die vom Spiel selber kommt, und die ist aber für ein Bobbes, wenn man ohne Traktionskontrolle fährt. Aber zumindest komme ich damit nicht klar und deshalb ging das auch nicht. Ich glaube, wer ist denn das hier hinter mir, Hamilton? Ja, fahr halt nicht vorbei, du Idiot. Ich habe keine Ahnung, wo ich dich Da gerade wollte ich ziehen nett will. sein. Das Ziel ist hinter so einer Schikane und so einer leichten Rechtskurve danach. Ah, ich sehe es gerade auf der Karte. So, Japan ewig nicht mehr gefahren. Nick hat gute Erfahrung mit der Strecke. Ja, also im Regen kann man sehr lange auf Intermediates fahren. Habe ich mal ausprobiert. Oh Gott, die erste Kurve erstmal direkt komplett verkackt. Oh Gott, Alter. Ja. Oh fuck. Alter. Ich habe dich leider zu spät gesehen, da ja. kann ich nicht mehr bremsen. Jetzt sehe ich nichts, weil dein Flügel mir auf dem. Scheiße. Ich habe zu spät gesehen, dass du da standest. Benny ist jetzt kurz außer Gefecht. Oh, Alter. Also ohne Flügel fahren ist keine Empfehlung. Ey, aber komm, nichts geht über diesen geilen Drift, den ich das eine Mal hingelegt habe. Der war genial. Und vor allem, dass du dir dabei auch nichts kaputt gefahren hast. Ja. Das sah so gut aus. Noch mehr gefeiert hätte ich sagen, wenn wir jetzt beide kaputt wären. Oh Gott. Ja, wobei, dann hätten wir neu gestartet. Jo, wie weit willst du diesen. Was? Du hast dieses komische Ding da noch weiter in die Box reingeschossen. Ja. Ich habe die Kurve ein bisschen unterschätzt. Wenn ich weiter Gas gegeben hätte, dann wäre ich in der Boxenmauer gelandet. So Ja. genau mittig rein.
So. Neue Reifen. Ja, spannendes Qualifying bei mir heute. Ja. Ah, Mann. Ja, ich stand aber auch, also ich stand auch echt ungünstig. Holst du im Rennen? Ja, ich habe dich halt leider viel zu spät gesehen, da konnte ich nicht mehr rechtzeitig bremsen. Vor allem, ich hab da gesehen, da kommt welche und denk mir so, oh Gott. Ja, die werden bestimmt auf die Ideallinie fahren, wird schon passen. Ich stehe neben der Ideallinie und die kommt auf mich zu und ich denk mir so, okay. Ja, ich bin leider auch ein bisschen weit rausgekommen in der Kurve und war noch beschäftigt, irgendwie wieder auf die Strecke zurückzukommen. Und auf einmal standst du da. Ach, schön. Aber schön. Hat hier wenigstens mal nicht nur die Kainreifen abgefahren. Ja, super. Musste ja irgendwann passieren. Ich möchte mal erwähnen, es muss an den Aufnahmen liegen, warum ich so schlecht bin. Oh ja, das ist, muss man leider sagen, wenn wir privat einfach so Rennen fahren, dann ist Benny aus irgendeinem Grund sehr viel besser, beziehungsweise fährt einfach konstanter, fährt sich nichts kaputt und so. Das ist dann häufig richtig interessant. Benny macht das mal in der Aufnahme. Ja, dieses Rennen wird, glaube ich, eher nicht so, weil die Strecke ist irgendwie. Naja. Ja, ich möchte behaupten, diesmal war ich vielleicht auch ein bisschen mit Schuld daran. Nur ein bisschen. Ach, schön. Ich kann diesen ersten Sektor nicht. Oh, Alter, was habe ich denn jetzt wieder so rausgespinnt? Warum? Das hat jetzt leider wieder viel Zeit gekostet. Ist jetzt noch niemand eine Zeit gefahren außer Grosjean und Latifi? Was? Oder sind das die einzigen, die mir angezeigt werden? Ja, das könnte daran liegen, dass die wahrscheinlich beide vor dir sind. Ja, schon, aber. Weil du bist 18. Es haben eigentlich fast alle nur Zeit gefahren. Außer ich, du und Herr Mitten. Ja, das sah gut aus. Hm. Na. Ausbaufähig. Den ersten Sektor muss ich mal noch ein bisschen. Da geht mehr. Sind alle in der Box außer du. Ja, das kann auch gerne so bleiben, bis ich nochmal Reifen geholt und eine Runde gefahren habe. Und Perez ist 4. Ja, ich habe keine Ahnung, was mit Perez zurzeit los ist. Der ist voll gut. Aus irgendwelchen Gründen. Gab's da noch mal irgendwie ein Update? Ja, ich weiß auch nicht.
Der ist mir, wo wir in Brasilien gefahren sind, schon auf den Sack gegangen. Ich find's aber schön, wie gerade diese Box ist. Also man hat richtig schön diese Wellen gesehen. Ja, stimmt. Das ist nur, damit man nicht mit 300 durchfliegt. Ach so. Weil dann überschlägt man sich nämlich direkt. Ach so. Und fährt auf Startziel weiter, ne? So, als wäre nichts gewesen. Ja. Einfach über die Wand drüber und dann ab geht's. So, letzter Reifensatz. Komm, gib Gas. Aber soll ich mal sagen, was ich interessant finde? Ha. Weihnachten hatten wir irgendwie so 10 Grad oder so. Soll mal so. Jetzt Weihnachten ist vorbei und wir haben Minusgrade. Oder 0 Grad oder sowas. Ja, das haben wir nicht. Wobei wir haben, glaube ich, auch nur 2 Grad oder so. Und Schnee. Ne, Schnee kannst du hier unten bei uns vergessen. Ja, wobei, also hier ist das sowieso... Das wird heute Nachmittag dann einfach nur noch Matsche sein. Ja. Richtig geil. Wobei wir es hier halt nicht weit bis in den Schwarzwald haben, immerhin. Aber dieser Winter ist sowieso wieder ein bisschen besser, was das angeht. Letztes Jahr war ja fast gar nichts. Ja. Es ist halt jetzt auch mal ein paar Tage kühl, bleibt kühl und nicht so ja, mal zwei Tage kalt und danach wieder 15 Grad. Ja. Vor allem ist das ganz schlimm, weil du dann eventuell das Falsche anhast. Entweder bist du dann zu warm angezogen oder zu kalt. Guck mal, Max Verstappen fährt auch schon. Diesmal ohne Quersteher. Haben wir eigentlich Regen im Rennen oder so? Nee. Ah, okay. Ah, war nicht optimal. Egal, die wird eine Ecke besser, die Runde. Wie lang ist denn eigentlich bitte der zweite Sektor? Warte mal, ich kann nicht genau sagen, wie viele Sekunden das ist im Moment. Also Bottas ist... 40 Sekunden. Hey, das ist ja auch interessant. Der erste Sektor ist 32, der zweite ist 40 und der dritte ist 16. Ja. Sehr. Ich habe leider den letzten Sektor versaut, weil ich die ganze Zeit kurz davor war, niesen zu müssen. Das ist scheiße. Ja, kenn ich. Naja, egal. Dritter ist, bleibt jetzt. So, jetzt kommt gleich die... Ja, klar, Verstappen. Hau nochmal einen raus. Jetzt kommt gleich nochmal die Phase, wo sie alle rausfahren. Aber in der Box tut sich noch nichts. Wir gucken mal, was Hamilton macht. Ah, da fährt der erste schon mal.
Vor allem ist der Verstappen gar nicht mal so wenig schneller, ey. Der ist 1,28 irgendwas gefahren, ne? Moment. Oha. Wow. Ja, 1,28,999. Okay. Natürlich, wir nehmen F1 auf und ich höre meine Schwester. Ja. Kümmere ich mich dann gleich mal drum, wenn wir mit dem Qualifying durch sind. Ich muss gerade feststellen, dass die Tür abgeschlossen ist. Ja, weil ich das zu 100% wusste, dass das passiert. Ja, das ist doch irgendwie immer so. Was ist das? Ich mache hier gleich Dings zuschauen, Ladzeug an und dann gehe ich mal fix raus. Das klingt interessant. Hier, dürft ihr das zugucken. So, gleich wieder da. Jo. Mich interessiert jetzt mal, was Hamilton macht. Was für eine Zeit der raushaut, weil der hängt hinter Grosjean. Heißt, er wird jetzt tendenziell nicht unbedingt schnell sein. Weil er nicht vorbeikommt. Wobei, jetzt kommt er vorbei. Ja, nee, doch nicht. Nicht wirklich. So, da bin ich wieder. Mhm. Und Hamilton ist 15. Ha! Hat sich, ja, hat er ja auch verdient. Hat sich nicht mehr viel getan, oder? Naja, nee, nee. Nee. Na gut. Lol. Dann, er hat eine Gridstrafe bekommen, weil er eine Kollision mit mir verursacht hat. Hamilton heißt ja. Der startet als letzter. Nee. Ja, er ist 10. Nee, warte mal, wo ist der? Ach so, der ist als 10. qualifiziert, aber der startet das schon. Ja, ja. Schade eigentlich. Total. ja gut, morgen gibt's dann das Rennen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.